Ich will ein Mario sein. Sagt sich Wario immer. Alles tun, was ein Wario tut. Dann kommt das Final Fantasy 10. Ja, ist doch. Und tot. Oder? Ich weiß es gerade nicht. Eine Handvoll. Was ist das denn wieder? Immer diese unverständlichen. Ein Mario sein, das finde ich wunderbar. Na, ich weiß nicht. Die Berufsart. So ganz mein Metier. Was für Berufsarten? Klempner. Da Gaswasser scheiße. Oh, die sind ja gemein. Die sind ja jetzt so. Oh. Hey, Axido, wie wär's mit deiner Gesangseinlage? Nein. Nur wenn ich mitmachen darf. Muss ich aber vorher meine Stimmbänder ein bisschen ölen. Gerade irgendwie ein bisschen kratzig. Was nimmst du denn da für Öl? Pflanzenöl. Honig. Ich nehm da immer Gröl. Oh. Ich könnte ja screamen. Apropos Gesangseinlage. Ich habe ja zumindest heute mal was, heute und gestern mal was aufgenommen. An so Kram. Also so an Gesangskram. Und ich werde es euch nicht zeigen. Muhaha. Obwohl, vielleicht. Naja, ja. Will eh keiner hören. Ja, zum Beispiel, ich habe gestern nochmal die Langversion von dem I Wanna Be The Guy Thema auf Deutsch eingesungen. Das einzige Problem ist, ich möchte das jetzt nicht unbedingt zeigen, weil ich würde es am liebsten erst Premiere feiern lassen, wenn es auch wirklich, wenn ich mal dazu kommen würde, Wanna Be The Guy Video zu machen? Nee, hat das naja, ein Musikvideo zu dem Ganzen, denn das Lied besteht ungefähr zu 50% aus Solo. Ah. Das ist so eine Zeit, wo eigentlich videomäßig dann was zu sehen sein sollte. Ich dachte, das Video besteht zu 50% aus Flüchen. Nein. So. Übrigens, wir haben gerade wieder einen Stern bekommen. Ist das nicht toll? Es geht voran. Jetzt, wo man die 100 Münzen wieder hat. Aber du solltest doch keine Sterne einsammeln. Oh, Mann. Ich wollte nicht, nein, stimmt. Was mache ich hier nur? Sterne einsammeln, das ist doch für... Sind bei der Vater der Hauptfigur. Ach, so, der ist Sinn. Oh, jetzt wird's knapp. Oh Gott, Spoiler doch nicht. Auch wenn ich das schon kenne. Oh, stimmt. Dachte ich mir. Was ist mit Glumanda? Pokémon Glumanda. Oh! Ja, genau. Pokémon Glumanda. Das ist ein. Aha, genau, den haben wir nie wieder verwendet seit Layton 3, glaube ich. Wenn wir uns mal versprochen nicht. Haben. Ich verstehe sowieso nicht, wie sich die Pokémon eigentlich unterhalten können untereinander, wenn sie eh nur ihren Namen sagen können. Unterschwellige Frequenzen. Ah, du meinst, je nachdem, wie der Name betont wird, hat es eine andere Bedeutung? Nicht nur das, sondern auch, dass sie in Wirklichkeit richtige Wörter sagen können, aber die hören Menschen nicht. Ich fass es nicht. Ich sterb hier nochmal. Ich hab ja noch ein paar Leben. Und nein, ich geh nicht Game Over. Wie wär's mit deinem 24-Stunden-Livestream? Na, leck mich. Entschuldigung. Ich wollte es nur so sagen, wie ich das empfinde. Ah, so. Okay, also. Wir schaffen das. Wir gehen jetzt rein. Oh, ist das schön. Kam das nochmal her. Schaff. War das nicht irgendwie Dumbo, der fliegende Elefant? Mit dem Zug, der bergauf fuhr und langsam an Dampf verlor. Mann, ich bin alt. Oh, Pokémon Glumanda muss wieder eingeführt werden. Ja, ich finde auch. Aber wo soll es eingeführt werden? Hoffentlich nicht rektal. Ich will heiß werden. Naja, nur wenn du Glumandas Schwanz rektal einführst. Der tut doch mit rein. Oder glaubst du nur, Kopf? Nee, der hängt dann raus. Oh.
Hey, da ist ein Feuerspann, das ist auch schön. Ja, aber toll, wenn der andere, wenn der Rest drin steckt, dann ist das auch nicht angenehm, glaube ich. Obwohl, es mag Leute geben, die mögen sowas, ich weiß es nicht. Ja, ja, es gibt für alles irgendwie so ein Bild. Die Realität holt jemanden ein. Nein, nicht die Realität! Die Realität ist sowieso eine Lüge und kauft Gold. Denke ich mir, ob ich ADS bin. Nee, wie war das? Die Realität ist eine Lüge, das Universum ist ein Hologramm, kauft Gold, bye! Ah! Ja, sagen wir mal so, die Realität ist wirklich eine Lüge. Ja, vor allem wenn es jetzt dann bald Virtual Reality gibt. Ja, allgemein, das Hirn bastelt sich alles ja so zusammen, dass es Sinn ergibt. Also ist die Realität in Wirklichkeit eine Lüge. Ja, wir dürfen pervers sein. Weil wir machen das mit Stil. Oh, wir werfen nicht einfach bloß einen Moment, oder? Machen wir Witze, perverse Witze mit Klasse oder sowas wenigstens? Oder sind wir genauso schlimm wie Leute, die einfach nur Brüste sagen? Nein. Wir denken darüber nach, was wir sagen. Genau. Oh, das ist gemein jetzt, wenn ich... Wupp. Also wir werfen sowas nicht einfach nur stumpf durch die Gegend. Also. Wir sollten jetzt auch damit aufhören, nicht, dass sich jemand dadurch beleidigt fühlt oder sowas. Genau. Ja. Wir müssen ja an alle Zuschauer denken. Richtig. Ein bestimmtes mit jeder unterhalten. Ganz genau. Gravity Falls. Habe ich gerade gelesen. GF ist die Abkürzung dafür. Das finde ich immer voll gut. Ist GF eigentlich? I'm watching GF. Ja, jetzt hör mal auf, genau. Und was für eine Abkürzung wäre das? Großer Fall? Großer Fo. Nein, das kann ich jetzt nicht sagen, sonst kommen wir wirklich wieder in die unreife Ecke. Gefahr im Verzug? Nein, das ist mit V. Ich muss mich jetzt hier wieder zu Wario machen lassen. Warum gibt's hier keine Gegner? Da gibt's doch bestimmt irgendwo noch welche. Kommt schon. Ich brauch Gegner. Und ist doch einer. Achso, nee, Käse. Der braucht schon den Screen wieder gekratzt. Aber ich kann hier rein. Vielleicht hilft mir das. Ich treff nicht. Ich treff nicht. Oh, das sind nur Münzen. Manu. Ach Mann. Girlfriend, gleich GF. Genau. Kann auch passen. Ja. Guter Freund. Kötzrita Blaubier. Kötzrita Blaubier. Kötzritzer. Kötzritter, nee, da steht Kötzritter. Okay. Gibt's hier nicht noch irgendwo was mir Schaden machen kann? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich will doch nur zu Wario werden. Da hinten ist was mir Schaden machen könnte. Aber da komme ich gerade nicht ran. Außer ich... Sturzschaden nehmen und damit zu Wario werden? Nein, Sturzschaden hilft nicht. Oh. Muss ja echt ein Gegner die Mütze klauen. Mir muss echt ein Gegner die Mütze wegmachen. Oder gar keine Freunde. Das steht auch für GF. Gar keine Freunde. Ich dachte, gar keine wird auseinandergeschrieben. So, dann lasse ich mich jetzt zu Wario machen, weil ich weiß, wie ich das zustande kriege. Höp. Der Wump. Der Wump da hinten. Du wirst auserwählt. Die Mütze zu klauen. Ja. So, bitte, tu deines Werkes. Ich fass es nicht! Er klaut deine Mütze. Er will sie gar nicht. Ah! Nix funktioniert hier. Okay. Was mache ich denn dann? Stuhlhase ist wieder zurück. Ey! Juhu!
Ich gehe jetzt einfach hier runter. Und ich habe echt keine Ahnung, was ich noch machen soll. Ich müsste mich hier zu Wario machen lassen. Oh. Oder gleich hier unten wieder. Nein, ich gehe erstmal wieder hoch, so weit wie ich kann. Ich muss ja eigentlich irgendwie mit Wario was wegmachen. Aber dazu muss ich meine Mütze verlieren. Oder gibt es dafür eine Taste? Nein. Das ist aber doof. Man muss natürlich doch auch irgendwie selbstständig seine Form wieder ändern können, oder? Es geht nicht. Ich habe alles ausprobiert, was gehen könnte. Du hast einen Stern geholt. Das ist eine frevelhafte Tat. Kannst du mal sehen, was ich so alles für frevelhafte Taten tue? Hier, tu mir weh. Ich glaube, gestern fing eine neue Garouche. Das klappt auch nicht. Bin ich überhaupt Wario? Ja. Ja. So. Ah, nein, 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 nein. Jetzt bin ich tot, glaube ich. No, noch nicht ganz. Hast du ein kleines Pizzastückchen übrig? Ich habe nur ein kleines Pizzastückchen. Genau, das ist nämlich eine Pizza, weil es ist eine Kraftpizza übrigens. Da steht nämlich Kraft drüber. Nimm doch den freundlichen Goomba. Ja, ich nehme auch gleich einen freundlichen Goomba, aber erstmal muss ich ja wieder Münzen sammeln. Hexe, verbrennt ihn. Nein. Aber er ist männlich, ein Hexer. Nein, männliche Hexen gibt es ja anscheinend nicht in Layton vs. Ace Attorney. Und da ist, jetzt habe ich übrigens... Auch so an sich gab es keine männlichen Hexer. Hexer. Keine männlichen Hexer, oh. Keine männlichen Hexen. Es wurden halt immer irgendwie nur Frauen beschuldigt. Ach, Moment. Aber, ja, die wurden genau. Aber die wurden nie verbrannt. Nein, die wurden stattdessen in Wasser geschmissen und sind untergegangen oder aufgetaucht und trotzdem Hexen gewesen und dann wurden sie sonst was. Sind sie abgesoffen, dann waren sie unschuldig, trotzdem tot. Von Schwimmen waren es Hexen, mussten getötet werden. Ist das nicht toll? Ja, das ist eine Win-Win-Strategie der Kirche gewesen. Ja. So, jetzt muss ich es diesmal so schaffen, hochzukommen. Ich hoffe, das klappt wirklich. Ja, genau, es gibt ja auch Mediengestalter. Vielleicht ist es auch Manuel Neuer. Ach, jetzt klappt der Trick wieder mit dem Bug. Oh Mann, ey. Dam, dam, dam. Okay, ich soll da drüben lang, glaube ich. Dann. So. Was für ein Bug eigentlich? Na, dass ich mich irgendwie hochglitschen kann, indem ich so einen Rückwärtssalto mache. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder Absicht. So, aber jetzt komme ich auf jeden Fall da rein. Und habe einen Stern, endlich. Yay! Da war es nur einer, oder? Kann sein, nee, oder zwei. Wir gucken mal. Auf jeden Fall habe ich noch 6 Leben. So, und ich mache auch wieder, dass alles hier still steht. Gucken wir mal. So. Eine Handvoll. Ja, was ist denn eine Handvoll? Was wie alle Tempel besuchen? Also, bei der 12 irgendwo ist das Ding. Der Stern. Aber, also, auf Höhe sogar, der 12. Ich wollte sogar Mediengeschalter werden. Ja, vor allem Schalter. Mediengeschalter. Ja. Ich habe mich auch mal beworben für Ausbildung zum Medienschalter. Oh! Aber das bin ich dann zum Glück nicht geworden. Weil das ist wirklich so eine Sache, brotlose Kunst. Na, ich weiß nicht, ob du heutzutage überhaupt irgendwie was reißen kannst. Bist du kreativ genug, wollen sich die Firmen nicht, weil die Sender nicht, weil es meistens dann zu teuer wird. Na, und davon mal abgesehen, dann die brauchen, also man braucht ja eigentlich meistens eher so was wie Sklaven für Arbeiten, die sowieso eher, naja, von Leuten mit Ideen schon vorgefertigt wurden, aber die einfach haufenweise Zeit erfordern. Ah, da hinten muss ich einfach nur. Das ist jetzt doof. Ich komme da nicht hin. Heutzutage wollen die Sender einfach nur doofes Fernsehen. Das sowieso. So, hui, da komme ich nicht hin. Muss ein bisschen ab, so ein bisschen, Dingsel. Ich geh da nochmal rein, wenn sich alles bewegt, dann geht's einfacher. Ich kann diesen ganzen Sendern irgendwie ein bisschen lossagen. Ja,
Internet gucken. Zum Beispiel. Ich guck sowieso nur Internet. Wobei ich habe eigentlich so viel zu tun, immer komme ich manchmal gar nicht dazu, Internet zu gucken. Ich mache ja selber Internet. Yay!